Gut, also dann bringen wir diese Kappa wieder auf Trab. Fertig. Irgendetwas fehlt noch. Oh, fehlt nur noch etwas Stroh. Der Funke des Lebens. Ja, er lebt. Mr. Krabs kommt mir etwas dumm vor. Ach, er hatte nur einen schweren Tag. Jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass er wieder zu sich selbst findet. Keine Sorge, Mr. Krabs. Ich verspreche Ihnen, bis zu Ihrer Verabredung heute Abend sind Sie wieder fit. 5, 4, 3, 2, 1. Jede Woche um die gleiche Zeit fängt der Abfall an zu faulen. Das ist schon bemerkenswert. Ja, genau wie deine Unterhose. Was? Die kann ich noch einen Monat lang tragen. Sieh zu, dass du den Abfall entsorgst, bevor der Gesundheitsinspektor uns sein Bußgeld aufdrückt. Und wehe, du spielst mit dem Abfall. Aber er macht so lustige Geräusche. Fraß Spachmaß. So sieht's aus. Fraß Spachmaß. Den Ausdruck nach allem, was verdächtig sein könnte. So wie diese Tür. Bingo. Wir sind fast da. Entschuldigen Sie, möchten Sie eine Kostprobe? Nein. Ich bin satt, danke. Ach so, und Ihr kleiner Freund da drin heißt SpongeBob. Ich möchte auch keine Kost. Aber natürlich willst du. Vorsicht, Leute, gleich geht was hoch. Meine Formel hat Plankton also offensichtlich nicht geklaut. Aber wie ist er zu meiner Kundschaft gekommen? Dieser Fraß schmeckt völlig furchtbar. Ja, aber der Slogan ist so eingängig, dass wir nicht aufhören können, das Zeug zu futtern. Fraß spart Maß. Fraß spart Maß. Komm mit, SpongeBob. Köder am Stiel, holt euch den frischen, leckeren Köder. Köder gefällig, die Dame? Naja, das ewige Warten darauf, dass jemand abgeschlachtet wird, macht mich schon ein bisschen hungrig. Dann greifen Sie doch zu. Er ist noch ganz frisch und warm. So wie meine Gastfreundschaft. Ja, danke schön. Macht nur $10, bitte. $10? Wieso soll ich dafür $10 zahlen? Da drüben kriege ich einen Krabbenburger für $1. Sie hat recht. Ja, aber diese Art von Unterhaltung gibt's nicht zu einem Krabbenburger, oder? Das allerdings ist auch wieder wahr. $10 oder Sie sehen keinen Kampf. Na schön, ist ja gut. So, bitte sehr. Ich bin ganz sicher, dass ich damit eine zufriedene Kundin aus Ihnen mache. Das ist abscheulich. Was ist denn da drin? Eigentlich nur die üblichen Zutaten. Durch den Wolf gedrehte Quallen, Walfischtran, Schnauze vom Seepferdchen und ein Spritzerchen Schiffsdiesel. Oh, Pfui, Seeteufel, ist das übel. Ich sollte Planktons Abfallgeschenk verstecken, bevor der Abfalltag vorbei ist. Aha, Plankton würde nie in der Kanalisation danach suchen. Oh, voll. Was soll's? Das bisschen passt da auch noch rein. Ich hab's gleich. Vorsicht, der Abfall ist rutschig. Abfallrutschgefahr? Lecker! Ist keinen Abfall vom Bürgersteig! Was hat dieser gelbe Volltrottel getan? Mit deinem stinkenden Abfall hast du all unsere Häuser ruiniert! Ich habe jetzt eine Abfallfrisur! Dein Abfall hat mich verblödet!
Du warst vorher schon nicht ganz helle. Naja, dein Abfall macht mich nicht mal schlauer. Auch mein Abfall! Wir sollten uns nicht streiten. Es ist Abfalltag. Abfalltag? Was ist der Abfalltag? Schmücke mehr mit Abfallklumpen. Ab, 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 Abfall. Plankton lässt sich da nicht lumpen. Ab, 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 Abfall. Jauchzen und seid froher Dinge. Ab, 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 Abfall. Während ich vom Abfall singe. Ab, 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 Abfall. Müll, Müll, Müll. Hallo, ich bin der Abfallmann. Na schön, wie auch immer, machen wir den Typen fertig. Gleich ist unser Abfallmann fertig. Oh, lass uns gleich noch einbauen. Ich wünsche euch einen fröhlichen Abfalltag. Hm? Einen fröhlichen Abfalltag. Ja, dieser Tag. Hiermit erkläre ich den heutigen Tag zum Abfalltag. Ja, Abfalltag. Ja. Schmeckt wie Abfall. Doch der Geist des Abfalltags macht uns seinen Wert klar. Mistel C. Ah. Hey du, Junge. Was ist heute für ein Tag? Heute? Ein gescheiter Junge, ein merkwürdiger Junge. Ja, heute. Was ist denn heute? Nun, es ist Abfalltag. Ich habe ihn also nicht versäumt. Moment mal, Abfalltag, das ist widerlich. Jetzt gefällt euch der Abfalltag? Ihr verdankt ihn mir. Ich habe den Abfalltag erfunden. Ich habe das Urheberrecht auf den Abfalltag. Entschuldigung, sind Sie für den Abfall hier verantwortlich? Ja, sehr richtig. Gern geschehen. Nun, als Gesundheitsinspektor habe ich da etwas für Sie. Eine Milliarde Dollar? Ich wüsste da eine Möglichkeit, das Bußgeld zu vermeiden. Egal was, ich werde es tun. Sie müssen den Abfall aufessen. Gibt es denn niemanden, der die wahre Bedeutung des Abfalltages erkennt? Ich schon. Das Licht bitte. Und seht, es war Abfall. Eine abstoßende Speise, die durch Vorstellungskraft wohlschmeckend wurde. Und das Wohlwollen des Abfalls erfüllte die Herzen der Fischheit und läutete ein neues... Mehrere Tage später... Guck's aus, Karen, bitte. Ja, wenn du's unbedingt wissen willst. Am Abfalleimer essen gibt's nichts zu meckern. Siehst du doch an. Hier, ganz frisch, meine leckere neue Eimersoße. Sie heißt pikante Überraschung im Eimer. Eine Delikatesse. Was? Hallo? Was? Zeit, den Laden zu schließen. Ich hätte wissen müssen, dass es zu schön war, um wahr zu sein. Hey, na? Na sowas, hallo, Ned. Ich bin wieder da, wie versprochen. Ja, das hatten Sie in der Tat sehr wohl. Ich hätte gern wieder einen Schmutzriegel, bitte. Ja, heute scheint Ihr Glückstag zu sein. Ich habe zufällig hier ein äußerst köstliches Exemplar. Oh, prima. Ist alles in Ordnung? In Ordnung? Der Geschmack ist einfach perfekt! Hey, kann ich noch mal einen haben? Na, selbstverständlich! Junge, unfassbar, wie gut die Dinger sind! Ach, na ja, also nun! Na dann, wir sehen uns morgen! Was?
Sie wollen wieder zurückkommen, wirklich? Oh, das wissen Sie doch. Und übermorgen auch und nächste Woche genauso. Mit mir haben Sie sich einen Stammgast geangelt. Nein, mein Abfallfrikassel. Fricker was? Tja, mein einfältiger Einzeller. Mit einem Trick wird Abfall essbar. Wir müssen uns nur genau an Oma Tentakels Frikassee-Geheimrezept halten. Ach, ein Geheimrezept ist im Spiel? Hä? Was ist da drin? Nicht doch, du kleine Krebslarve. So schnell kommst du an Omas delikate Mischung von Gewürzen und Kräutern nicht ran. Denn die Zubereitung erfordert viel Geduld. Jede Portion muss ganz genau 24 Stunden lang köcheln. 24 Stunden später. Wer hat meine Kuscheldecke weggenommen? Hä? Soll das deine Geheimpampe sein? Sieht nicht sehr vielversprechend aus. Ach, nun probier es doch einfach. Der Geruch ist schon mal gar nicht übel. Hey, das ist wirklich lecker. Das ist sogar fantastisch. Das ist aus Abfallgold gemacht. Thaddäus, mein Freund. Bikini Bottom wird dir zu Füßen liegen. Mit diesem Rezept wirst du ganz schnell ein Star. Ein Star. Ein Star. Hallo, hungrige Esser. Es ist Zeit für Geschmack von Grund auf. Wir gründeln genießerisch durch die Gourmet-Szene von Bikini Bottom. Durch die Sendung führt Freddy Flunder. Hallo, liebe Fische und Fischliebhaber. Haben Sie schon gegessen? Macht nichts, ein Gang passt noch rein. Denn heute testen wir das sensationelle neue Lokal für lokulische Leckermäuler, Leimerder Pfall. Hier speisen nur edelste Speisefische. Und was haben Sie bestellt? Es heißt Abfallfrikassee. Ich hatte die Gelegenheit, mit Küchenchef Thaddäus Tentakel über den frikationellen Erfolg des Restaurants zu plaudern. Ich bedauere, aber das Rezept kann ich Ihnen nicht verraten, da es streng geheim ist. Was? Ganz genau, Krabs. So, jetzt haben wir nämlich eine Flasche mit einer Geheimformel. Und du kriegst sie nicht. Gib das her, bitte. Dankeschön. Ist geheim. Ganz und gar nicht geheim ist allerdings, sagt Frikassee, dass Leimerder Pfall ein Hit ist. Chefkoch Thaddäus, unterschreiben Sie auf meine Frikassee. Ich tue alles für meine Fans. Also mal ehrlich, dieses Zeug ist absolut ungenießbar, aber das Ambiente ist so schön, dass ich hier unbedingt mein Geld rauswerfen muss. Ah! Zweimal Abfallnuggets, bitte. Ah! Klasse, das ist echt Abfall und kommt so schnell und heiß, da zahle ich gern den Preis. Gib's doch einfach gleich mir, ja? Tja, jetzt kannst du dir ordentlich in deinen dreckigen, geldgierigen Hintern beißen, Krabs. Ich verdiene sogar noch was an deinem treuesten Gehilfen. Mir geht langsam der Platz für den ganzen Schotter aus. Hast du nicht einen leeren Safe, den du mir borgen kannst, Krabs-Eli? Ja, aber mal im Ernst, das Zeug ist wirklich ganz schön schwer. Na, mein Freund, es ist doch wunderbar hier. Hier sind deine Abfallnuggets. Oh, ach ja, hätte ich fast vergessen. Hier ist dein Abfallspieß. Man kommt sowieso weniger wegen dem Essen hier runter, sondern um die unterirdische Pracht der Abfallgrotte zu bewundern. Der Andenkenladen ist auch gut. Ja, du hast recht, der Andenkenladen. Guck dir das mal an. Was ist das? Eine Flüssigkeit. Nein, es ist ein Festkörper. Es ist ein Schmalkörper. Hallo, was ist denn los hier drin? Hey, das sieht doch schwer nach einem Sandwich aus. Das ist nicht nur ein Sandwich, das ist ein Abfallwich. Das war ganz ausgezeichnet. Ha ha!
Die Spezialität des Hauses. Super, dass meine Haustiere essen können, aber ich sterbe vor Hunger. Oh. Ich wünschte, ich wäre ein Haustier. Dann könnte ich auch vom Fußboden essen. Du isst aber doch vom Fußboden. Ja, aber ich will doch Krabbenburger vom Fußboden essen. Hey, was der rosa Typ sagt, bringt mich auf eine Idee. Wenn wir uns als Haustiere verkleiden, dann könnten wir den alten Krabs reinlegen und er bedient uns, na klar. Falls ihr euch Kostüme anfertigen wollt, hier gibt's auch eine Bastelecke. Nur eins war noch übrig. Abfall. Und ich hatte seit mittags nichts gegessen. Der Hunger trieb ihn ein. Aber ach, dieses Aroma. Süß und verfault, mit einem würzig-cremigen Gefühl im Mund. Seitdem würde ich ohne dieses Zeug auf den Affen kommen. Seit Jahren fresse ich heimlich dieses Zeug. Tja, es schmeckt mir einfach. Wohl so eine Art Überlebensstrategie. Hör zu, SpongeBob. Davon sollte keiner erfahren, hörst du? Vor allem nicht Plankton. Na, wie sieht's aus, Herrn? Wirst du mein Laster für dich behalten? Dem alten Krabsy zuliebe? Klar, Mr. Krabs, mein Mund ist versiegelt. Denkt nach, Leute. Was wir brauchen, ist ein Plan. Wir könnten in 0, nichts ausbrechen, wenn wir nur ein bisschen Fraß hätten. Ja, das stimmt. Genau. Ja, der gute alte Fraß. Hä? Wie war das nochmal? Fraß ist der Hammer. Deswegen bist du unser Held. Du bist der Erfinder von Fraß. Fraß? Und wozu ist der gut? Man kann sich toll damit tarnen. Es funktioniert! Es entstellt mein Äußeres total! Ah, was für ein abscheuliches Monster! Bitte nehmen Sie das Geld, damit ich nicht in Ihr grässliches Antlitz sehen muss. Jeden Tag dieser Abfall. Dann werde ich das mal zu Ihrer Gnadens Bestellung formen. Es ist fast vollendet. Hier bitte, schön aufessen. Und was soll das bitte sein? Abfall-Seegras, Abfall-Soufflé, Abfall-Koralle und Abfall-Tee. Auch bekannt als Abendessen. Karen, dein Arbeitsspeicher ist schon wieder überlastet. Ich wollte kein Abfall-Soufflé haben, ich hatte eine Abfallpfanne bestellt. Ich sag dir seit Monaten, dass mein Speicher voll ist, aber du warst ja mit deinem neuen Projekt beschäftigt. Wie lautet denn dein neuester zum Scheitern verurteilter Plan, die Krabbenburger-Geheimformel zu stehlen? Computerweib, leg dich nicht mit mir an. Der Plan ist idiotensicher, hörst du? Idiotensicher! Was wollt ihr? Einmal Abfall, bitte. Und zwar roh. Hört mal, ich bin wirklich ein Genie des Bösen und der Herzlosigkeit, aber den Genuss von rohem Abfall hat noch niemand überlebt. Bis auf Karl Makrele, den momentanen Rekordhalter. Wirklich? 30 Sekunden lang. Tja, ist euer Begräbnis. So, jetzt wird gegessen. Weißt du was? Ich hab mir's anders. Weltrekord! Sandy, du hast es geschafft. Du hast überlebt. Oh-oh. Genau, lauf besser weg! Angst verdoppelt! Bitte! Ich tue alles, was ihr wollt! Aber tut mir nicht weh! Wir würden dem Meister nie etwas antun. Sekunde, was ist los? Wir preisen dich, Schöpfer, o Meister aller Dinge.
Mich? Ja, wir sind Abfall. Und du, Chef unserer Materie. Denn du bist Meister. Du erschaffst uns, wenn du Abfall in Abwasserkanal spülst. Von oben aus Reich von Meister. Du meinst den Abfalleimer? Ja. Yeah. Abfall vermischt sich mit Gasen in Kanalisation. Und wird zu wir. Ergibt Sinn. Auf eine saublöde Art. Oh, was soll das werden? Meister muss Dorf besuchen, damit wir ihn anbeten können. Um ehrlich zu sein, ich werde gerne angebetet. Betet näher, meine Herren, und holt euch einen leckeren Abfallburger. Los, Dicker Johnny, du isst doch alles. Hier ist ein Abfallburger, Dicker Johnny. Platon hatte eine eigene Kreation zusammengestellt, streng wissenschaftlich und aus der Erinnerung heraus. Nur heraus damit. Sag deinen Freunden, wie du ihn findest. Ich probier lieber meinen Burger von dem Lumpenjungen. Treten Sie näher. Wer möchte ein Pröbchen köstlichen Gratisabfalls? Hey, was hat der Typ da zu uns gesagt? Er sagte, es ist gratis. Oh, ich hab nur Abfall gehört. Alles klar. So ein Glück, dass ich doch noch aus dem Haus gegangen bin. So ist's recht, Freunde. Stopft euch die Kiemen voll. Aber bitte nicht drängeln und mit Bedacht essen. Ich will mir nicht das Krabs ins Verderben stürzen verderben lassen. Ja? Yeah. Was ist das? Du kannst vielleicht Fragen stellen. Das Zeug ist gratis. Na, dann wird dieses Zeug auf jeden Fall ganz wunderbar schmecken. Schön aufessen. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass der Abfall schon schlecht ist. Ich gehe mal lieber, bevor die Agonie in wilde Wut umschlägt. Hey, der Kerl macht sich vom Acker. Das darf nicht ungestraft bleiben. Zeigen wir ihm, wo es lang geht. Genau. Bleib weg. Ich hab Salatbesteck. Mir geht's schon viel besser. Oh ja, das ist es. Abfall ist die Lösung. Oh, ein Burger. Patrick. Nein, es ist Abfall. Was war denn das? Ja, ja! Ich glaube, ich muss die Dosis erhöhen. Ja! So, und 3, 2, 1. Oh, Karen, Eheweib, ich glaube, das ist es endlich. Der Schmutzriegel, der Krabs richtig und ein für alle Mal ruinieren wird. Das glaube ich nicht. Ich bin Gesundheitsinspektor Gelbflosse und erkläre Ihr Restaurant für geschlossen. Wieso denn? Was habe ich denn getan? Wenn Sie so fragen, hier steht's. Planktons Schmutz ist aus eurem Dreck gemacht. Der Abfalleimer trägt seinen Namen ganz und gar nicht zu Unrecht. Was? Wer ist dafür verantwortlich? Wer?
gleich serviere ich unser Menü für Verliebte. Ich sag dir, das läuft wie geschmiert, SpongeBob. Karen ist total eifersüchtig. Bitte sehr, ich habe dir ein ganz spezielles Eimerchen Abfall gezaubert. Und für dein reizendes Roboter-Date gibt's handverlesene Schrauben und Muttern in Motorenöl. Mahlzeit. Ich will das aber nicht essen. Versau mir das bloß nicht, SpongeBob. Also sei nicht so und iss das! Ach, meine süße Sabrina Seefieschen, du bist wirklich die allerschönste Frau, auf die mein Blick je gefallen ist. Ach, Planktonlein, du sagst so süße Sachen. Oh Mann, ey. Was? Heute extra scharfer Fraß? Was soll denn das? Laut meinen Kalkulationen haben Badegäste immer Hunger und sind heiß auf ein Häppchen. Ein Häppchen Fraß. Hallo. Das ist übrigens absolut essbar. Hey, mach nicht meine Existenzgrundlage kaputt. Nicht drängeln, es ist genug Abfalleintopf für alle da. Unglücklicherweise. Jip, 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 jip. Oh, für das ewige Leben lohnt sich das. Dieser Plan geht einfach perfekt auf. Und da kommt auch schon der leichtgläubige Krabs. Gleich legt er mir die Geheimformel zu Füßen. Ja, herrje, ich wollte doch eigentlich nicht weinen. Was ist denn? Du isst ja deinen Abfall gar nicht. Nein, danke. Ich esse das eigentlich nicht gern. Ja, ich auch nicht. Karen, hast du Fleckchen schon gefüttert? Nein! Speist er denn seine Energie nicht aus seiner Batterie? Nein, er ernährt sich von anderen Dingen. Bist du immer noch hungrig? Alles klar, wie wäre es mit einem Serviettenspender? Herrje, Fleckchen ist wohl alles, was? Eine gigantische Mahlzeit später. Das reicht jetzt. Du hast uns im wahrsten Sinne alles weggefressen. Abfallnuggets. Nur heute sind sie so kalt. Nur heute sind sie so schlabberig. Krabs Autoschalter scheint wirklich ein lukratives Geschäft zu sein. Für mich. Oh nein, nicht schon wieder. Ach, so ein Ärger. Jetzt ist eine Schlange. Pass auf, wo du hinfährst, du alte Gräte. Das war schon das zweite Mal. Ich bin zu alt, um Schlange zu stehen. Abfallnuggets. Holt sie euch, bevor mein Arm abfällt.